Meine Fresse, ey. Wir haben viel zu tun. So, ja, genau, wir haben viel zu tun. An die Arbeit, Männer. Wir bauen hier einen Turm. Hier, los, genau, dahin. Wir bauen hier einen Turm. Ja. Machen wir uns an die Arbeit. Unsere Truppen werden angegriffen. Information bleiben. Tod allen Feinden Gondor. So, wen haben wir noch? Und dich haben wir. Du baust einen Hirnturm. So. Und du? Wer braucht einen Baumeister? Du gehst auch nicht drumrum. Du baust einen Hirnturm. So. Ich mache die Augen zu. Nein. Brecht ihren Willen. Wir gehen ein bisschen zurück. Angriff abbrechen. Vorwärts, Männer! Sie greifen an! Aus dem Weg, schnell! Nehmt euch vor dem Feuer in Acht! Nun gibt es keinen. Bleibt wachsam! Aha, wo ist denn das Katapult? Na, hier hinten. Ah, dann geht er da hin. Werft das Übel nieder! Also. Hier unten haben wir ja mittlerweile hoffentlich ein paar... Ne, haben wir nicht. Natürlich nicht. Unser Land wird belagert! Ja. Wir brauchen mehr Rohstoffe! Nach dem Feind ausschauen. Das Gebäude hier wäre fertig! Lalalala. So, Bodengebäude fertig. Wir bauen hier. Ja. Ich weiß, was wir brauchen. Wer braucht wir einen Baumeister? So. Wir werden angegriffen! Die Schützen sind bereit! Herr Baumeister, Sie haben ihn erschlagen! So. Wir haben einen Baumeister erschlagen. Ja, ist okay. Hier wären wir fertig. Machen wir mal einen neuen Baumeister. Wir warten auf weitere Befehle. Schilde wir hochhalten, viele Soldaten. So. Wir müssen uns zurückziehen. Ja, ja, natürlich habe ich viele Soldaten verloren. Weil ich ja ständig in Unterzahl bin. Bereit machen, Bogenschützen. Macht eure Waffen bereit. Soldaten Gondors. Wir werden Gondors Grenzen schützen. Wir werden für Rohan kämpfen. Sie greifen über den weißen Baum. Wir fallen über den Baumeister her. Werft den Feind nieder. Ja, unser Baumeister ja, machen wir noch einen. Ja, kein Problem, haben wir da alles. Meine Fresse, warum kann ich nicht so viele... 480, das ist doch nichts, ist das. Elende Bestien! Ja? Bringt sie zum Schweigen! Wir haben viel zu tun. Die Turmwachen werden Gondor verteidigen. Okay, hier sind weitere Türme. Wir werden angegriffen. Gehen wir! Dann kommen wir gerade nicht durch, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen woanders bauen. Ja, das dauert schon. Nicht lange. Bleib wachsam. Baumaterial. Ja, hier hin. Soldaten sind einsatzbereit. Wo sollen wir bauen? Wird erledigt. Ja? Werkzeug bereit. Sie greifen okay. an. Okay, ich baue mal hier hinten einfach noch ein Ding hin, damit das Dünn einfach auch sieht, wie scheiße es mir ging hier. Das ist echt. Das könnte eine Mechanik sein, die halt hier in diesem Dingens mit drinnen ist, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann durchaus sein, dass das halt so ist. Ohne Held hast du halt nicht so viele Verteidigungsgeschichten und so. Was halt doof ist, aber möglich. So, du bist fertig. Wir bauen mal hier einen Sohn hin. Du bist fertig. Wir bauen mal auch noch. Noch einen zweiten Heilungsteil drin. Aber er braucht einen Baumeister. Bauen wir hier. Wir schützen noch den einen letzten Turm. So. Wir müssen uns wir haben schwere Verluste. Ja, natürlich haben wir schwere Verluste, aber was nur erwartet. Schützt unsere Häuser. Rücken wir vor. So. Hier. Und geht jetzt mal hier hinter. Und guckt, dass ihr da was erreichen könnt. So. So. Okay. Information bleiben! Beziehungsweise, ihr könnt ja auch mal hier. Wir werden angegriffen! So. Das Gebäude hier wäre fertig. Wunderbar, dann hätten wir da ein bisschen was. Ich gehe mal hier hin. Ist bereit. Da haben wir ihn gepfifft. Wo sollen wir bauen? Ja, hier. Den Scheißding wieder hin. Was wir brauchen. Und ich brauche natürlich wieder von den Kackern hier. So. Ich habe langsam keine Lust mehr, weil es ist eigentlich, wie gesagt, das ist ein unendlicher Fight. Haltet euch vom Feuer fern. Und ich weiß Rohstoffe werden echt nicht, Sie wie ich das angegriffen. Gerissen kriegen soll. Turmwachen, das Gebäude hier wäre fertig. Hier wären wir fertig.
Das ist echt kacke, muss ich sagen. Bogenschützen sind bereit. Ja, dann geht mal dahin. Soldaten warten auf weitere Befehle. Wir reiten für Gondor. Ja, ihr geht auch mit hin. Ja, hier, da, auf die da. Unser Baumeister wird bedrängt. Was soll ich bauen? Ja, du baust halt einfach ein neues. Wir haben viel zu tun. Türmchen. Mach den Bauplatz frei. Aha, da ist er wieder. Naja, gut, lohnt sich. Echt nicht. Brauchen wir halt neue nehmen. Wir werden die Schlacht verlieren. Der Feind ist hier. Haltet die Augen offen! Ja, hierhin. Wir werden angegriffen! Vertrappelt sie! So. Ja, kommt teilweise auch nur noch mit solchen Einheiten. Ist okay. Wo sollen wir bauen? Meine Fresse, hier bauen wir mal hin. Was wir brauchen. So. Und wer du hier? Einen Baumeister. Na, bau halt noch einen hin. Das ist doch scheißegal, was ich hier habe. Bis er hier unten durch ist. Bis er hier unten durch ist. Ist ja Feierabend. Sie greifen an. Na, du. Werkzeug bereit. Mach hier noch neun. Mach den Bauplatz frei. Lass sie nicht vorbei. Na la 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 la. Das war unsere Festung. Und ihr geht mal hier hoch. Ja. So, unsere Festung haben sie platt, also ist okay. Also ist nicht okay, aber ja, was willst du machen, ne? Reitet sie alle nieder! Ja. So viel Dank. Zurück! So, wir gehen zurück. Oh, guck mal, was haben wir denn unten? Leute. Leute ist immer gut. Weil Leute sind heute meine Beute. So, die hier, die können machen, was wollen. Das Gebäude ist fertig. Habt ihr das gehört? Ja, wir gehen mal hier hin. Und jetzt geht ihr mal ein schönes Stückchen vor. Das Gebäude ist echt heftig. An die Arbeit, Männer. Heftig, heftig. Wir müssen uns beeilen. Ja. Werkzeug bereit. Hier wären wir fertig. Ja. Dann bauen wir hier wir hin. Sind in der Unterzahl. Wir haben viel zu tun. Bauen wir hier hin. Das dauert nicht lange. An die Arbeit, Männer. Bauen wir hier hin. Ich weiß nicht, nach dem Feind ausschau. Alarm! Du bist noch nicht mal ausgerüstet. Das können wir ändern. Du auch nicht. Du auch nicht, was? Unsere Truppen werden angegriffen. Information bleiben. Sie zertrümpeln uns. Bedrängter Baumeister. Ja, gut. Dann machen wir einen neuen. Zusammenbleiben, Männer! Ja, gehen wir mal hier hin. Reiter der Wand! Holt eure Waffen! Lasst keinen entkommen! Der Feind! In Deckung, Männer! Oh. Ja, hier hin. So, so, so. Wir müssen natürlich nachbauen. Wir müssen auch mal ein paar mobile Einheiten haben und nicht nur rumtummeln. Das Gebäude ist fertig. Hier unten habe ich ja noch eine Festung. Naja, gut. Ist halt so. Wir brauchen mehr Rohstoff, soll ich bauen. Ein Rohstoffgebäude wäre ja auch mal wieder nicht schlecht. Sie haben angegriffen. Hier hinten zum Beispiel können wir mal eins reinwursteln. Das hier. Gebäude ist bereit. Ja. Schützen die Turm weitere Befehle die Arbeit, Männer. Ja. Dann haben wir hier wo einen Turm. Wir bauen? Den Turm können wir hier hin. Er braucht einen Baumeister. Dann haben wir hier gleich noch einen Turm. Hier nicht. Wären wir fertig. So. Ich weiß, was wir wo brauchen. Sollen wir bauen? Und dann haben wir hier noch einen Kampfturm. Verteidiger des Weißen Baumes. Attacke! Unsere Truppen werden angegriffen. Waldläufer! Wir kämpfen für Gondor! Soldaten warten auf weitere Befehle! Information bleiben! Ihr geht hier hoch! Vernichtet sie! Lalalalalalala!
Oh je. Also die Schlacht ist ja... Ja, wir sind jetzt schon ewig dabei. Aber ich kann jetzt, will jetzt auch nicht unterbrechen. Und gleich gar nicht. Ich will nicht auch irgendwie auf die Idee kommen. So. Wir haben den Ring. Haltet nach dem Feind Ausschau. Sie halten an. Werft das Übel nieder. Na gut, Turmwachen stört das jetzt nicht so. Lass sie nicht herankommen! Normalerweise? Na, okay. Unser Land wird Gondors Wälder verteidigt. Das Gebäude hier wäre fertig. Wir sind Gondors Elite. Bei Feuer, Mord und Sonne. Das Gebäude ist bereit. Wollen wir halt noch einen? Guter Bauplatz. Hier wird noch gebaut. Hier wird noch gebaut. Oh, mein Stall ist weg. Naja gut, den brauche ich nicht. Dann brauche ich jetzt keinen neuen. Ja. 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 So. Und du baust auch mal wieder. Irgendwann. Verteidiger des Weißen Baumes. Der Feind! In Deckung, Männer! Baust du? Nee, du baust nicht. Du baust. So. Wir werden Gondors Bataillon einsatzbereit. Alle Mann in Position! Lalalala. Alles hoch. Was soll ich bauen? Du solltest mal hier mal wieder bauen. Weil du es kannst. Werkzeug bereit. Und wir werden für Gondor kämpfen. Sie greifen an. Du baust mal hier wieder. Der Feind ist hier. Schlagt Alarm. Das dauert nicht lange. Das Gebäude ist bereit. Haltet euch vom Feuer. Der Feind ist hier. Das ist okay. Kämpft weiter. Zieht. Ja. Wir schützen wir den auf. Weil wir das können. Haltet nach dem Feind Ausschau! Feuer! Werft den Feind nieder! Wo sollen wir bauen? Wieder das Ding gebaut. Naja, gut, okay, machen wir Neues. Sie greifen das Lager an! Das Gebäude ist fertig! Wir haben viel zu tun! Gut, dann können wir jetzt ja auch hier. Information bleiben! Soldaten, warten wir weiter durch die Lichte ziehen! Na, natürlich haben wir schwere Verluste. Das ist eine Scheißschlacht. Soldaten! Nehmt euch vor dem Feuer in Acht. Sie greifen an. Auf den Feind. Schilde hoch. Sie vertrauen uns. Wir das ist eine Scheißschlacht. Wir werden für Rohan kämpfen. An die Arbeit, Männer. Das ist eine Scheißschlacht. An die Arbeit. Sie fallen über den Baumeister her. Alles gut. Wer braucht einen Baumeister? Na doch. An die Arbeit! Wir müssen alle kämpfen. Platz! Wir werden angegriffen! Soldatenbataillon einsatzbereit! So, jetzt hat er die drüben auch abgezogen. Das ist okay. Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Dann kann ich mich ja hier ein bisschen austauern. So. Hier wären wir fertig. So. Unser Baumeister wird bedrängt! Bleibt wachsam! So. Wir brauchen mehr Rohstoffe! Hier sind Gondors Elite! Schauen wir mal wieder, ein paar Baumeister, wie es aussieht. Wir brauchen mehr Rohstoffe! Sie haben angegriffen! Soldaten Gondors! Ja. Mittlerweile, wie gesagt, da hat er die richtige Strategie. Er kommt jetzt mit denen hier. Und damit ist die Sache eigentlich durch. Ne? Und also, hier kann ich nicht mehr gegen viel unternehmen. Mein Hauptproblem, wie gesagt, die Rohstoffe waren nie das Problem. Sieht er ja. Das Gebäude hier wäre fertig. Baumaterial. Er braucht einen Bau. Positionen. Ja. So. Das ist echt eine Kacke. Hier wären wir fertig. Werkzeug bereit. Sie fallen über den Baumeister her. Ein guter Bauplatz. Sie greifen schon wieder an.
Haltet die Augen auf euch Kampf. So. Na, damals war die nächste Festung glatt. Sie haben angegriffen! Elende Bestien! Meine Fresse, ey. Unser Baumeister wird bedrängt! Was soll ich bauen? Der Wagen ist unterwegs. Wird erledigt. So. Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Das Gebäude ist bereit. Sie greifen an. Naja, jetzt sieht es langsam so aus, als würde ich ins Hintertreffen kommen. Nicht zuletzt deshalb, weil erstens meine Hauptfestung weg ist. Sie fallen über den Baumeister her. Und zweitens, naja, meine Hauptfestung ist weg. Erschlagen. Sie haben angegriffen! Soldatenbataillon einsatzbereit! Soldaten! So, Junge, Junge, Junge. Haben sie den Baumeister erwischt? Ja, den haben sie erwischt. Naja, ist egal. Dann machen wir halt so. Und so. Und hier oben. Hier machen wir mal so. Und ich habe richtig wenig erwischt. Na gut. Hier wäre fertig. Soldaten Gondors! Der Feind ist unter uns, Männer! Unser Baumeister wird bedrängt! Wir haben viel zu tun! Ja. Wir müssen uns beeilen! Hier können wir hier hingehen. Wir werden für Rohan kämpfen! Seile! Vorsicht! Waldläufer! Wir kämpfen für Gondor! So, den nehmen wir mal hier hin. Sie greifen an! Wo sollen wir bauen? Feuer fern! So, bau du mal hier noch was ein. Genau. Ich brauche ein paar mehr Baumeister. Ja, natürlich haben wir schwere Verluste. Was hast du gedacht, du Doofkopf? So, wenn du mir nur 450 Einheiten gibst zum Bauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Du alte Kackwurst. Haltet unser Land wird verlagert. 450 Kommandeurspunkte. Was sind das? Unsere Rohstoffe werden ich verstehe es nicht. Wer hat das Baumaterial bestellt? Na, das Gebäude hier. Ist bereit. So, jetzt habe ich selber mal eine Belagerungswaffe, das ist auch toll. Geh du mal mit dem Ding rüber. Der Feind! In Deckung, Männer! Volle Konzentration! Über den Baumeister her! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Die Arbeit, Männer! So, das dahin. Und dann haben wir hier noch. So. Meine Fresse, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob das die längste Zweispielerschlacht ever ist. Wir werden Gondors Grenzen schützen. Bogenschützen! Na? Holt eure Waffen! Es ist die Armee der Toten! Lasst sie nicht vorrücken, Wächter! Attacke! Das ist das Lager des Feindes! Ja, den Feind hier hin. Vorwärts, Männer! Weiter! Bringt sie zum Schweigen! Bogenschützen sind bereit! Wir werden angegriffen! Wächter, Attacke! Lalalalala. Lalalalala. Jubelida, Jubelida. Lalalalala. Wieder wir einmal. Einen Baumeister. Machen wir uns an die Arbeit. Wir haben viel zu tun. Gut, machen wir mal hier einen Gehöftchen. Du könntest mal einen neuen Stall bauen. Wir müssen woanders bauen. Machen wir uns an die Arbeit. Und du? Wir haben viel zu tun. Ja, rate mal. So, Kaserne. Wir werden Gondors Wälder verteidigen. Ich habe hier, glaube ich, hinten auch noch eine.
Notfall könnte ich da auch mal ein bisschen was bauen. Ja. Aufpassen, Waldläufer! Ja. Es geht los! Schnell, in das Gebäude! So, die tue ich mal ins Gebäude. Wo sollen wir bauen? Das Gebäude ist fertig! Bogenschützen bereit zum Gefecht! Soldaten sind einsatzbereit. Lalalala, Soldaten sind einsatzbereit. Ne, dann gehen wir mal vor. Ja, kommt schon wieder jede Menge von den Dingern. Ne, das ist aber auch zu erwarten gewesen. Der Feind ist unter uns, Männer. Ne, dann gehen wir mal hier vor. Neue Kaserne. Sie greifen wir werden Gondors Grenzen schützen. So, neue Kaserne. Ne? Ach, guck mal an, da oben kommt er angeschossen. Naja, immerhin muss er sich dahin durchkämpfen. So, und das ist auch gar nicht so leicht. Wir, die Ritter Gondors, schützen dieses Land. Bleibt wachsam! Wir werden die Schlacht verlieren. Der Feind! In Deckung, Männer! Für Rohan kämpfen. Vorwärts! Männer Gondors! So, okay. Hier ran. Vorwärts! Unser Land wird belagert! Auf die. Die gehen mal hier hinter. Wir knallen hier alles weg. So. Soldaten warten auf weitere Befehle. Lalalala. Der Feind hat den Ring gefunden! Ja, ist mir doch egal! Als ob das was an der Situation ändern würde! Ritter der Weißen Stadt! Sie haben angegriffen! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! So, bauen die hier fleißig? Nee, die können schon wieder nicht bauen, weil sie nichts mehr haben! Diese Kackwürste! Wir haben die Stallungen verbessert. Wir werden Gondor Soldatenbataillon einsatz. Sie greifen an. Wir werden für Gondor kämpfen. Benjamin, der kleine Elefant. Das ist eine Schlacht, das ist. Ich weiß ja nicht, ist es. Irgendwas ist hier doof. Ja, die nächste Festung ist gefallen. Nach und nach. So. Dann machen wir mal hier. So. Wer braucht einen Baumeister? Ja. So. Los an die Arbeit. Wir haben die Kaserne verbessert. Der Feind ist hier. Schlacht macht euch bereit. Der Feind ist unter uns, Männer. Benutzt alles als Waffe. Kein Rundumdorf habe ich. Ach. Ja, wir alles klar. Haben viel zu tun. Wir haben keine Schmiede mehr. Dann bauen wir halt hier hinten nochmal eine hin. So. Ich weiß, was wir werden für Rohan kämpfen. Wir geben nicht auf, Freunde. Rohirrim und andere Unterlegene. Leider ist er jetzt durch, denke ich. Sie haben angegriffen. Sie greifen die Gehöfte an. Naja, ich sag mal so, ich bin auch ganz froh. Wenn dann irgendwann mal Feierabend ist. Was soll ich bauen? Ich baue hier hinten einfach auch nochmal was hin. So, weil ich es kann. Unser Baumeister wird bedrängt. Tschüss, Baumeister. Werkzeug bereit. Und du baust hier einfach nochmal was hin. Der Feind ist das ist zum Kotzen, das ist zum Kotzen. Die Gehöfte werden angegriffen. Ja. So. Naja, es ist eigentlich gleich vorbei. Ich will nur, dass er sich halt nochmal hier durchs Dings durchkämpft. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ich folge ja. Meinem Väter. Kämpfe weiter, Rohan. Mach das. Ja, kämpf weiter, Rohan. So. Für die Rohirrim und andere. Ja, das war hier alles klar. Dann bauen wir hier und auch da noch eine Kaserne. Ich weiß, dazu. Was wir brauchen. Na klar. Wie ein wunderbar. Guter Schießstand. Dieses Jahr. Sie greifen das Lager an. Wir haben die Festung verloren. So, das war die letzte Festung. Über den Baumeister her. Ich dachte, ich hätte noch eine. Na gut. Erschlagen. Jetzt habe ich keine mehr. Soldaten sind einsatzbereit. Ja.
Komm das hier dauert hin. Nicht lange. Lülülülü. Wir haben schwere Verluste. An die Arbeit, ja, das Männer. Haben wir in der Tat. Ich denke, ich baue doch mal hier rein irgendwo, wenn ich da noch was reingequetscht krieg. Die Gehöfte werden angegriffen. Nee. Naja, hätte hier. Mich auch gewundert. Schade, ich wollte noch... Und dass er da drin auch nochmal ran muss. Aber naja. Hier wären wir fertig. So. Unsere Truppen werden angegriffen. Sie greifen die Gehöfte an. Unser Baumeister wird bedrängt. Ein Baumeister ist gefallen. Okay. Wir lassen Dü den Sieg, wie gesagt, Rohstoffe, Erfahrung sammelt er eh nicht mehr. Was soll ich bauen? Aber Schaden tut's halt auch nicht. Wird erledigt. Dürfte eigentlich gleich durch sein. Sie greifen das Lager an! An die Arbeit, Männer! Sie fallen über den Baumeister her! Setzt das Ding in Bewegung! Wir nehmen wir mit. Werkzeug bereit! Kann ich den eigentlich auch einlagern? Immerhin sind meine Türmchen hier unten nochmal im Einsatz. Ist ja auch was. Wir werden angegriffen. Wir werden die Schlacht verlieren. Ja, natürlich. War aber von Anfang an klar. Ich habe das nicht hochgekriegt auf 400, 480, das war alles. Ja. Naja, was soll's. War eine interessante Schlacht auf jeden Fall. Das muss ich sagen. So, ich demute mich schon mal, weil... Ja, so lange, also ein wenig sieht's halt so aus. Du, wie viele Kommandeurspunkte hast du? Kommandeurspunkte? 1080, warum? Ich hatte 480, permanent. Das war das Problem. Ich konnte es nicht hochschätzen, deswegen hatte ich hier im Hinterland auch so viele Gehöfte gebaut, weil ich gehofft habe, ich kriege das irgendwie hoch. Hat nicht geklappt. 480, mehr ist nicht geworden. Deswegen, wie gesagt, deswegen hatte ich auch das große Problem, deswegen konnte ich nicht offensiv agieren. Okay. Rohstoffe, wie gesagt, ich hatte teilweise 20.000, deswegen habe ich einfach mal ein paar Festungen und Türme in Auftrag gegeben. Was anders ging nicht. Ich fand das sehr merkwürdig. Okay, das Einzige, was ich mir vorstellen kann... Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass es halt daran liegt, dass ich keinen Held mit dabei hatte und dass der nochmal zusätzlich Kommandeurspunkte dazu gibt. Eigentlich ja nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir halt einfällt. Das ist sehr merkwürdig, ne? Fand ich auch merkwürdig. Also ich kam halt auch überhaupt nicht durch halt irgendwie. Also, ja, ne, weil, wie gesagt, Rohstoffe hatte ich genug, deswegen habe ich die scheiß Tower und die ganze Geschichte gebaut. Ja, ich mich halt, es reicht halt auch, um meine Einheiten auszurüsten. Das hast du die ganze Zeit oder sehr lange nicht gemacht. Es reicht, meine Einheiten auszurüsten, damit halten die ein bisschen mehr aus. Gut, komm noch da 5% hinzu. Ich frage mich aber gerade wirklich, wo du noch was hast, was produzieren ist. Ich habe, glaube ich, noch einen Baumeister. Ja, ich habe einen Baumeister. Aber der darf doch eigentlich... Eigentlich nicht, ja, ich weiß. Unser Land aber sonst durfte ich auch nichts mehr haben, eigentlich. Also, ich wüsste jetzt nicht. Wir haben viele Soldaten verloren. Naja, mach mal die Baumeisterplatte, der steht da bei mir mit. Ich nehme mal an, dass es ja, ich, wie schon gesagt, ich fand es halt super merkwürdig, dass du halt, ich meine, ich habe wirklich an Produktionslimit halt gearbeitet und gespielt. Und du hattest so viele Baumeister. Okay. Also war von Haus aus irgendwie eine Buggy-Schlacht. Was ich da halt auf jeden Fall super merkwürdig finde, ist, dass ich halt mit dem fast dem gesamten Gebiet an Karte, dass ich da halt so viele Möglichkeiten, so viele Rohstoffe halt natürlich auch eigentlich hatte. Aber. Ja, wie gesagt, Rohstoffe war kein Problem für mich, von Anfang an nicht. Du siehst, guck mal auf die Rohstoffleiste. Ich konnte nur einfach keine Einheiten bauen. Es war nichts mehr da, was ich bauen konnte. Deswegen siehst du bei den Einheiten. Mich nie wirklich viel größer sein. Da, wo es die Spitzen gibt, das sind hier halt Reiter von Rohan, die gespawnt sind.
Und alles andere, ich hab's auch nie verstanden. Also wie gesagt, das Einzige, aber was gut, ich mir erklären kann... Ja, du kriegst ja die Kommandeurspunkte, kriegst ja durch Rohstoffgebäude. Ja, aber du hattest ich hab ja nie so viele Rohstoffgebäude. Doch, ich hab ja im Hinterland, hinter den Festungen, hab ich, auch wenn die keine Rohstoffe produziert haben, weil die halt alle nebeneinander standen, das war ja aber kein Problem. Ich hab die halt einfach dort hingesetzt und hab versucht, dort entsprechend Rohstoffgebäude zu setzen, weil Rohstoffe war ja nicht mein Problem, wie du siehst. Aber ich hab's nicht auf höher als auf 480 gebracht. Jedes Gebäude, was nach den 480 gebaut wird, jedes Rohstoffgebäude, war nix. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Bug, vielleicht auch nicht. Ist egal, war trotzdem eine spannende Schlacht, muss ich sagen. Ja, das hoffe ich. Du hast natürlich viel mehr Einheiten verloren als ich. Dafür hast du viel mehr Gebäude kaputt gemacht als ich. Das stimmt. Oh, das, mit den Türmen, das ist aber auch echt ein Abfuck, Alter. Ich hab dann irgendwann 4-5 Baumeister gehabt und hab halt einfach nur mal überall Türme gebaut. Was anderes, was willst du denn machen mit den Rohstoffen? Das hat mich schon echt abgefuckt irgendwie. Ja. Also, ich komm's ja dann halt nicht mal durch halt irgendwie. Ja, also, ja. Das ist halt so das Problem. Also es war eine heftige Schlacht, eine lange Schlacht. Ich hoffe, ihr habt alle seid alle noch dran. Weil, 480, ich hab's nicht verstanden. Ich gehe halt wirklich von aus, dass es einfach daran liegt, dass man nicht genug Kommandeurspunkte oder sowas hatte. Einzige, weiß was nicht, ich mir also vorstellen kann. Das Einzige, was ich mir eigentlich vorstellen konnte, wäre. So, warte mal. Wäre, dass ich warte? Okay, dann warte ich mal. Okay, also ich habe Eowyn im Schlachtgefecht mitgehabt. Das heißt, ich setze hier einmal fort. Und bekomme dann sozusagen Eowyn noch mit dazu. Und Schulden. Aber ich muss dazu sagen, ich habe keine restlichen Einheiten bekommen. Okay. Na, weil du die nicht leisten konntest. Nein, ich meine, wie, weil ich mir die nicht leisten konnte. Ach so, du meinst auch die mit in die Schlacht genommen hast, meinst du? Ja, genau. Sehr merkwürdig. Vielleicht müssen die ja doch überleben. Oder die Schlacht war halt von Haus aus buggy. Also ich, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, es liegt an diesem Patch, der ist schon ein bisschen fehlerhaft. Wie gesagt, man könnte runterpatchen, allerdings weiß ich nicht, ob das in dem Ringkrieg noch Sinn macht. Müsste man probieren. Das müsste man nochmal probieren. Aber gut. Was ich halt natürlich merkwürdig finde, ist halt natürlich das mit dem 480. Aber gut, müssen wir mal irgendwie mal das nächste Mal klären an der Stelle. Ja, und, genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird auf jeden Fall hier weitergehen. Wie gesagt, wenn da halt die eine Schlacht buggy war. Ich rechne eh nicht, dadurch, dass das neu ist und du immer noch ein bisschen mehr Erfahrung hast, habe ich eh nicht so groß mit hohen Chancen gerechnet, aber ich bin immer noch gut dabei, ne? Du hast nur eine Schlacht gewonnen bis jetzt. Und die hat er dann auch sehr schwer gehabt. Jetzt im Hinterland, auf jeden Fall. Ja, das macht ja aber nichts, ich habe ja eh nichts gebaut. Wie, du hast ja nichts gebaut? Achso, ja. Ja, das stimmt wohl. Wie ist der? Da ist es bei dir, aber wenn ich jetzt ins Hinterland einfalle, vielleicht schlimmer. Das macht das Ganze schon mal schwieriger auf jeden Fall. Na gut, wie dem auch sei, das war's auf jeden Fall von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis denn. Tschüss.